Lichtgeschwindigkeit heute am 11. Mai ist Samstagnachmittag in der Halbzeitpause der Fußball-Bundesliga im Radio, die ich Echtzeit hier gerade höre, während ich auch die neuesten Nachrichten gehört habe. Ich habe hier die verschiedenen Tageszeitungen auch, Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute, und die hat wiederum merkwürdige Sachen, nämlich einen großen Artikel zum Thema Silvio Berlusconi. Der hat also in der zweiten Instanz eine Bestätigung einer vierjährigen Haftstrafe für seine schwerwiegenden verbrecherischen Angelegenheiten in Italien. 4 Jahre für Berlusconi, jetzt wird schon gesagt, 3 Jahre werden ihm aus Altersgründen erlassen, aber er wird ins Gefängnis müssen. Wir werden es sehen, Berlusconi. Mein Titel hier des Videos heißt aber Uli Berlusconis oder Silvio Hoeneß, wie man es will. Wir werden das noch drehen, und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute habe ich dann Folgendes. Eine ganze Seite Uli Hoeneß nochmal. Hier heißt es also FAZ vom 11. Mai, Seite 13. Ein Land im Jagdfieber. Steuersünder Uli Hoeneß. Steuersünder heißt das dann. Berlusconi, ja. Verbrechenssünder. Hitler. Auschwitz-Sünder, Plagiatsucher bringen prominente Promovierte zur Strecke. Politiker drohen Bankern mit Knast. Aktuell ist die Meute hinter Uli Hoeneß her. Sein Fall lehrt viel über Moral und Doppelmoral. Manfred Schäfers. So, ein absurder Artikel hier, der nämlich darauf hinausläuft, dass man den Uli Hoeneß nicht jagen soll. Und hier geht es um etwas ganz anderes. Die tun immer so, weil es ihnen um Namen und Köpfe geht, Prominenz, Reizwert und so als Medienhype. Das ist aber absurde Geschmacklosigkeit. Hier geht es um den Rechtsstaat. Und der Rechtsstaat hat Regeln. Und die Regeln gelten für alle. Wenn ich mir vorstelle, dass heute jemand aus seinem Arbeitsplatz fliegt, weil er 50 Cent Unregelmäßigkeiten in der Lidl-Kasse hatte oder etwas Vergleichbares, dann muss ich sagen, der kann sich nicht dafür entschuldigen, um dann zu sagen, ich zahle, mache den Schaden wieder gut und wir machen es ungeschehen. Nein, hier gibt es Regeln. So trifft es jeden kleinen Steuerzahler, wenn er versehentlich irgendwelche Bringschuld an Steuern nicht gebracht hat, weil er etwas nicht wusste, dann ist das nach dem Motto, Dummheit schützt vor Strafe nicht, ist das nicht nur mit der nachträglichen Regulierung einer Steuerschuld getan, sondern es wird auch steuerlich bestraft. Es wird unter anderem, wenn die Dimension stimmt, auch strafrechtlich verfolgt. Das heißt, Strafrecht ist immer ein Rechtsstreit, der beurteilt wird, und eine Bestrafung. Jetzt sieht das hier auch so aus mit dem Uli Hoeneß, als ginge es immer um die Bestrafung des Uli Hoeneß. Und ginge es nicht um eine Beurteilung eines Strafvergehens. Das ist aber der Punkt. Wenn jemand einen Kindergarten leitet und vergewaltigt Kinder, und das ist bereits bekannt, dann hat er noch einen Gerichtsprozess zu erwarten. Nur wird man den sofort suspendieren, er wird auch Hausverbot bekommen, er kann nicht bis zum Urteil für unschuldig gehalten werden. Also die Unschuldsvermutung betrifft natürlich ein Gerichtsverfahren der Klärung von Tatbeständen, Vorwürfen und so weiter, Beschuldigungen. Aber die Bestrafung selbst besteht natürlich in der Folge des Urteils, in dem Strafmaß, aber sie besteht natürlich darin, den Straftäter zu behindern, weiterhin straffällig zu werden. Wenn ich also besoffen Auto fahre, dann habe ich ein Anrecht auf ein Gerichtsurteil. Dennoch nimmt man mir den Führerschein gleich weg, auch wenn ich noch nicht verurteilt bin. Das hat nichts mit der Unschuldsvermutung zu tun. Die Unschuldsvermutung für Uli Hoeneß soll in dem Rahmen von Unschuldsvermutung und Nichtklarheiten bestehen. Nur, es ist doch völlig eindeutig juristisch. Wenn Unklarheiten bestehen hinsichtlich der Schuld oder der Unschuld, dann ist mit seiner Selbstanzeige die notwendige Klarheit von Hoeneß nicht geschaffen worden. Damit ist die Dimension seiner Steuerschulden, die ja auf dem Tisch liegen, gefängnisreif. Und damit besteht auch gar keine Möglichkeit dafür, jetzt zu sagen, es gibt eine Unschuldsvermutung im Sinne von, er soll erstmal weiter die Kassen führen, während seine Betrügereien bereits klar sind. Also, worum es geht, ist, die kleinen Leute hängt man, und hier ist eine Rechtsstaatsbeugung mit Uli Hoeneß. Es ist also kein Jagdfieber. Ich jage nicht Uli Hoeneß, aber ich möchte sagen, dass die Medien, die uns das ja vertickern sollen, hier jetzt so tun, als sei das eine Geschmacksfrage von Moral oder Unmoral, möchte ich sagen, rechtsstaatliche Normen,
ein geregeltes Verfahren. Und dazu gehört, dass der Kindervergewaltiger im Kindergarten aus dem Verkehr gezogen wird, auch bevor er bereits sein Urteil hat, genauso wie der Geschäftsführer hier nicht mehr weiter die Geschäfte führen kann, weil er geschäftlich sich als unseriös gezeigt hat. So viel hier für meine Silvio Berlusconis Rechtsbeugungsnummer in der Lichtgeschwindigkeit. Danke für das Interesse und fröhliches Kommentieren, bitte.